freut uns heute mal, auch ein bisschen was Ungewöhnliches hier präsentieren zu können. Wir haben ganz tolle Designer, die ihre Unterstützung zugesagt haben und den heutigen Abend sicherlich so interessant machen werden. Ganz herzlich möchten wir uns schon an dieser Stelle bedanken bei den über 50 Mitwirkenden, die hinter den Kulissen für sie tätig waren und dafür gesorgt haben, dass dieser Abend zu dem wird, was er ist. Ganz kurz einige Anmerkungen in eigener Sache. Wie Sie wissen, wir sind eine Galerie, wir verkaufen Bilder und deswegen sehen Sie hier auch einige. Wir haben heute zwei Künstler, die auch persönlich anwesend sind. Vielleicht könnt ihr nachher mal kurz aufstehen. Jörg und Christine. Jörg Petersen, das sind die Bilder, die Sie in diesem und dem Grundsalon sehen. Und Christine Kossi, das sind die Bilder, genau, Christine, ja, Sie denken, hallo. Das sind die Bilder. Das sind die Bilder in diesem Kaminzimmer und in dem schwarzen Raum. Und das Schöne, hier passiert halt etwas ganz Außergewöhnliches. Hier begegnen sich ausgefallenes Design und Kunst. Und welche Location wäre dafür besser geeignet als die Galerie Claudius? Ich selbst war kurz nach der Eröffnung zum ersten Mal hier zu Gast. Da war die Vernissage von Amanda Lear. Und ich glaube, Sie geben mir recht, wenn eines gleich besonders auffällt, die ungewöhnliche Location. Am liebsten hätte ich gleich meinen Mietvertrag gekündigt und wäre hier eingezogen. Es ist so heimelig, es ist so anders hier. Und genau das ist das Image dieser Galerie geworden. Sie machen Sachen einfach anders. Hier sind tolle Events, nicht nur tolle Vernissagen und schöne Künstler stellen hier aus, sondern auch ganz viele Sachen werden sich hier eingefallen. Zum Beispiel mein Buch-Event. Ich war zweimal hier zu Gast in meinem Buch-Event. Heute haben wir Fashion Meets Art. Und wir haben nicht nur sechs tolle Designer hier, wir haben einiges an Überraschungen für Sie zusammengestellt. Ich muss mal so ein bisschen hin und her laufen. Sie sehen schon, es ist wirklich voll hier, was uns sehr, sehr freut, dass Sie das alle interessiert. Wir haben einige Highlights, zum Beispiel nachher die Versteigerung von Bullets for Peace. Sie wissen ja, dass auch vom Eintrittspreis etwas an die Arche gespendet wird. Und dieser Bullet wird nachher versteigert und der gesamte Erlös geht dann auch direkt an Bullets for Peace. Was gibt es noch zu sagen? Ich will einiges erläutern zu den einzelnen Designern, dass Sie vielleicht das eine oder andere kennenlernen, was Sie noch nicht wissen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach durch. Es gibt eine Menge an Informationen und wir beginnen jetzt mit Bibi Simon. Bell Simon wurde vor 25 Jahren in Kalifornien gegründet. Sie produzieren aus reinem italienischen Leder. Alles in Unikate, handgesetzte Swarovski-Steine. Und wer es noch nicht weiß, ich bin Viola Möbius. Ich führe Sie durch den Abend und heiße Sie ganz recht herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. A new world and a new world and a bold world.
schöner Motor. Das ist mein neuer Gürtel. So wie das auch halten können. Alle meine Sachen werden hier in Hamburg gefertigt. Ich unterstütze auch viele soziale Projekte. Das passt gut zu demjenigen, der sich dazu gesellt, nämlich gleich sehen wir noch Bullets for Peace. Ich habe mir schon eine Kette davon umgemacht. Zu der Geschichte kommen wir gleich. Die stiften ja auch diesen ganz tollen Bullet, den sie nachher ersteigern können. Jetzt erstmal La Violette. Und ich habe damals angefangen mit Swarovski-Teilen und mit Tüchern und ein kleiner Memorial, auch damals ist die Kollektion Romantic Moments. Oh,
dance with a guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and who's else you gonna be, yeah. Oh, Inna, save the last dance for me. Let the music spy like sparkling wine. Go and have your fun. Love is sing, but when we were apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home. You're gonna be, yeah. Oh, darling, say the last dance for me. Machen auch Justin Timberlake bei Victoria's Secret. Yeah. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. And if yes, if you all alone, can I take you home? You must tell him. Thank you.